Moin Pipies, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator. Ich muss euch was beichten, Leute. Ich wurde gefeuert. Die Leute bei Flixbus meinten, ich sei zu teuer. Jetzt habe ich mittlerweile nach jeder Fahrt schon einen Bus kaputt gemacht, wodurch nun ein geringer Schaden von 5 Millionen entstanden ist. Und wusste ich erst nicht, wie ich weitermachen sollte. Aber jetzt bin ich auf die Idee gekommen, komm, mache ich doch mein eigenes Reiseunternehmen in Deutschland hier auf. Und wir fahren heute von Erfurt nach Tschechien, nach Prag, in die Hauptstadt von Tschechien. Und das Ganze fahren wir hier schön mit dem Markette Reisenbus. Ne? Sind wir hier schön unterwegs mit dem eigenen Unternehmen. Und das Ganze hier schön, 10 Uhr Startzeit. Und heute ist sonnig. Ne? Heute ist ein spezieller Tag. So, da steht er. Oh, Leute, schaut ihn euch an. Wenn das nicht mal ein Meisterstück ist hier, ne? Schön, Markette Reisen. Und wir haben natürlich einen guten Preis, ne? Ein Kilometer kriegt man schon ab 2 Euro. Hier wird nämlich nicht irgendwie speziell abgerechnet. Wir machen das einfach nach Kilometern hier, ne? So ein Kilometer, 2 Euro und ab 500 Kilometern kostet jeder Kilometer, der dazukommt, nur noch 1 Euro dann. Also sind wir doch mal günstig dabei hier, ne? So. Unser Motto, sie zahlen, wir prahlen, ne? Die Preise sind natürlich halt ein bisschen angepasst, ne? So. Beim besten Busfahrer Deutschlands seid ihr hier mit an Bord und da machen wir uns auch direkt mal auf den Weg hier. So, Luke auf, Luke wieder zu und hinsetzen. So, dann wollen wir mal 16 Kilometer bis zum Erfurter Zopf, das soll ja wohl gehen. Zeig ich knacke, ich gucke mal tatsächlich auch mal nach Verkehr, fahren aber trotzdem weiter. Oh. Ja, das geht noch. Wir passen die Spureinstellung noch ein wenig an hier vom Bus. So, hier unten müssen wir rum. Wir machen das hier mal mit Vollgas. Oh. Ah, hat nicht gepasst. Hatte gedacht, da komme ich noch davor lang. Na gut, dann fahren wir lieber einen Fußweg. So, ist noch grün, ist noch grün. Ah, gelb geht ja noch. So, haben wir. Habe ich. Nichts kaputt gefahren. Tatsächlich nichts getroffen. Na gut, einmal die Laterne weggedriftet. Müssen wir hier irgendwie rein. Blinker lassen wir auch mal außen vor. So. Kurz nochmal überholen. Und hier nochmal wieder rum. Ja. Ja. Ja, habe ich. Oh, Vorsicht. Ja. Entschuldigung. So. Zack. Aber bevor wir hier groß reinstarten, ne? Erstmal anstoßen auf unseren neuen Bus, ne? Prost, meine Damen und Herren. Oh, ein feiner Tee, den ich extra zur Firmenanweihung bekommen habe. So. Gut. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier steht das Schild ja wieder. Mensch. Na gut, hallo. So, guten Tag. Fahren Sie in meine Richtung? Da schaue ich doch mal eben mal nach. Sie wollen nach Prag, jawohl. So, es sind tatsächlich alle Leute richtig. Hier bei Markette Reisen, da wissen sie, wo es hingeht, ne? Ist auch ein Prachtstück, dieser Bus. So, dann rein hier, Zündung an und Abfahrt. Geht los. Ich bekomme keine Verbindung zum WLAN. Ja, das kann ich auch nicht ändern. So, Entschuldigung. Warum soll man sich also anschnallen? Ja. Aber ich würde sagen, wir kürzen hier einfach mal kurz in Erfurt mal ab. Die Brücke wird schon im Bus halten. Sie wunderbar. Sollten mehr auf Ihr Navi gucken. Ey, ich mache unsere Route gerade kürzer, was meckerst du mich an? Ihr wollt doch pünktlich da sein, ne? So, setze ich sogar einen Blinker hier. Wie funktioniert das mit dem WLAN? Habe ich. So, wir wollen die Leute erstmal hier begrüßen, ne? Ja, Foto haben wir auch gleich noch gemacht. So. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie hier recht herzlich an Bord bei Markette Reisen. Sie befinden sich an Bord beim besten Busfahrer Deutschlands. Wir werden heute gemeinsam nach Prag fahren, in die Hauptstadt von Tschechien. WLAN und WC ist heute eine schwierige Angelegenheit. Hat das Geld für den Bus leider nicht mehr gereicht. Haben wir leider nicht als Ausstattung mit dabei. Eine zweite Information, bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Ich wünsche Ihnen sonst auch eine angenehme Fahrt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Busfahrer. Was ist denn mit dem WLAN los? Das habe ich doch gerade gesagt. Ich habe halt kein Geld für WLAN gehabt. So, das geht halt einfach nicht. Da steht noch einer. Na, wir schleichen uns mal hier vorbei. So. Entschuldigung. Was geht denn hier ab? Ich glaube, das hat eine Delle gegeben. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Ich nicht. Wir haben noch nicht meine Toilette an Bord. Das ist das Problem. Nicht mal ich als armer Busfahrer kann hier während der Fahrt schießen gehen. So, hier haben wir direkt Baustelle. Ist natürlich auch wunderbar. Aber es scheint eine kurze zu sein. Ich nehme hier mal zwei Schilder mit. Oder eins Alter, wenigstens. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was denn? Ich wollte ein bisschen Bowling spielen.
Oh, die machen mir sogar schon alle Plätze. Das sind sehr vorbildliche Autofahrer, ne? Markette der Reise muss immer Platz gemacht werden. Hoppla. So, und durch da. So. Könnten Sie bitte etwas heizen? Ich gebe doch schon Vollgas. Wir fahren sogar schon 101. Das sind 21 km/h zu viel. Ja, also, ich bitte Sie doch. Oh Leute, schaut euch mal diesen Ausblick an hier. Nee, noch nicht. Aber ich denke mal, bald und lang dauert es nicht mehr. Entschuldigung. Was für ein schwerer Unfall. Also, ich habe ihn nur leicht berührt. Das muss ich gleich sagen. Schwerer Unfall, Digga. Hey. Blinken. Ist die Verbindung so schlecht oder das WLAN-Defekt? Wir haben noch nicht mal WLAN. Ja, kurz mal hier rüber. Müssen wir uns ein bisschen Alter, durch den Verkehr durchschlingen. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was denn? Lass mich doch einfach mal fahren, Junge. Oh Gott, was macht der denn da? Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Was denn? Fahr doch mal ein bisschen schneller, weil wir wollen auch pünktlich sein, Mensch. Oh, wir wollen auch was vom Dach da haben. Nicht umsonst schauen wir um 10 Uhr. Was ist denn mit dem WLAN los? Mit dem WLAN ist gar nichts los. So, dann fahrt hier alle so langsam. Gib mal ein bisschen Gas hier. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was denn? Ich habe noch nicht mal irgendwen berührt. Da ist eine Konkurrenzfirma, die muss mal weg hier. Und zack. So. Ah, okay, wir bauen einen zweiten Anlauf und rüber. So. Wechseln die. Die Autobahn gehört nämlich nur mir. Das einzige Reiseunternehmen, was in Deutschland noch Bestand haben soll. Markette Reisen, das Ding. Wo kommen die denn her? So ein Raudi. Ja, aber echt. Und vor allem, warum sind die schon wieder da? Ich habe die gerade vor der Straße abgedrängt, da sind sie schon wieder da. Was ist denn das? Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Nein, immer noch nicht. Wir haben noch nicht mal eine Toilette. Ich mache immer einen schön auf Mittelspurschleicher, ne? Schön mit 102 auf der mittleren Spur. Ist sowieso nur 100 hier, aber naja. Die Frage ist, wann sind wir jetzt eigentlich in Tschechien? Dann müssen wir erstmal noch an Dresden vorbei und dann... Okay, dauert noch eine Weile. So. Euch welchen mehr? Der ist mir reingefahren. Mein Nagel ist angerissen. Weg mit euch. Jawohl. So. Sag mal, könnt ihr alle nicht fahren hier, oder? Ich komme in die Toilette nicht ständig rein. Ständig knallt mal einer rein. Ich hole mir noch einen Zug hier. Auf der Autobahn wird es schwierig, einen Zug zu nehmen, also... Ich meine ja nur, aber eigentlich braucht man einen Bahnhof für eine Bahn. So, da vorne scheinen wir eine Raststätte zu haben. Ich glaube, wir könnten mal eine Raststätte-Challenge mit dem eigenen Bus mal machen. So. Dann wollen wir wie mal. Wie war nochmal das WLAN-Passwort? Ja, WLAN ist jetzt egal. Kann sich vielleicht mit dem WLAN vor der Tankstelle verbinden, wenn wir vorbeifahren. So. Zack. Moin Jürgen, einmal bitte voll machen. Danke, auf Wiedersehen. So. Mal an der Feuerwehr vorbei, Entschuldigung. Wir werden alle sterben. Nee, ich hoffe doch nicht. Das wird steil. Ich hoffe, da die Leistung vom Bus reicht. Ich habe da schon einen Doppelturbolader einbauen lassen. Aber mal schauen. Überholen wir nochmal hier. Da hat sich jemand im WC 85. Kommt nicht mehr heraus. Oh, 84. Wir werden langsamer, aber wir haben es gleich geschafft. Da sind wir. Wunderbar. Meine Damen und Herren, ich denke doch mal. Dafür kann man mal ich hole mir noch Applaus einen Zug hier. In die Kommentare schreiben. Na? Leute, schaut euch das mal an. Wir haben hier eine Riesentankstelle. Da machen wir nochmal eine Raststätten-Challenge. Also, die muss man doch nicht mal nutzen. So, guck mal. Da haben wir jetzt sogar hier hinten mal rum. Oh. Abgefangen. Das ist ein Fangnetz für Busse. So. Oh, komm. So, müssen wir hier irgendwie durch. Ich glaube, das passt. Hat tatsächlich gepasst. War das ein Bordstein? Ja, das war mal einer. So, und hier links steht irgendwie auch wieder ein Gegner. Zack. Hat er mitgekriegt hier. Kommst du aber nicht. So. Ja, da sind wir auch schon wieder auf der Autobahn. Entschuldigung. Da vorne sehe ich schon wieder einen Bus. Den müssen wir also... Das sehe ich nur ungern hier auf meiner Autobahn. Oh, hier ist aber richtig Berg- und Talfahrt, das sage ich euch aber. 105, so. Wir gehen mal in die Außenansicht extra. Und weg mit euch. Zack. Was geht denn hier ab? Das weiß ich auch nicht. Oh, schaut euch diesen Bus an. Ist der nicht schön? So. Ja, Entschuldigung. So, sind wir jetzt eigentlich schon über die Grenze? Oh, wir fahren hier. Der Tunnel ist die Grenze. Sehr gut, dann sind wir in Tschechien. Und da sind wir auch in Tschechien. Da hat sich jemand im WC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus. Das kann ich auch nicht ändern. Also ich habe kein Schild gesehen, dass wir jetzt in Tschechien sind, aber laut Karte sind wir in Tschechien.
Da vorne sieht man schon die ersten Industrieanlagen hier in Tschechien. Tschechien ist natürlich auch krass, was so Industrie und so weiter angeht. Warum soll man sich also anschnallen? Du sollst dich generell anschnallen, Junge. Jetzt meckere nicht rum, weil ich dir nicht gesagt habe, dass du dich anschnallen sollst, Mann. Anschnallpflicht. Gibt es in Tschechien eine Anschnallpflicht? Wahrscheinlich. Weg da. Ich komme. Sonntagsfahrer. Ja, aber echt, mach mir einfach keinen Platz. Ja, kann das sein, dass wir sehr viel verfrüht haben? Wir haben es 12.08 Uhr und um 14.26 Uhr sollen wir da sein. Wir haben nur noch 40 Kilometer. Also 2 Stunden Verfrühung, circa. Das will sich doch mal sehen lassen, ne? Mit Markelle reisen bist du halt richtig unterwegs, ne? Ich lege noch einen Wert auf Kundenservice hier. Das ist doch mal Grund genug, um ein Abo dazulassen. Da kann man sogar die Glocke aktivieren. Kriegt jemand eine Benachrichtigung. Und es ist kostenlos, dauerhaft. So, hier sind wir schon irgendwie an Prag dran, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall sind hier schon wieder große Häuser und so. Oh, das sieht ganz nett aus hier tatsächlich. Hier, ne? Fernsehturm von Prag. Zu unserer Linken sehen wir ein Hochhaus. Zu unserer Rechten sehen wir ein Hochhaus. So, sind wir hier schon in der Stadt? Ja, mit 50. Da hat sich jemand im PC eingesperrt oder kommt nicht mehr heraus. Das ist mir ziemlich egal. Oh, komm, Schleppflaster, Alter. So, gleich sind wir da. So, zack. Jetzt müssen wir nur noch hier rechts irgendwie hin. Und dann sind wir schon da. Hier müssen wir rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hier wieder rauf. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich glaube, wir hängen am Auto. So, dann muss ich kurz mal im Wald mal ein bisschen drehen. Und dann wollen wir doch mal. Wie war nochmal das WLAN-Passwort? So, das WLAN-Passwort ist jetzt auch egal, du. So. Das ist ja sehr uneben hier, also muss ich ja sagen, du. In Tschechien sind die Bushaltestellen nicht ganz so gut gebaut. Jetzt, da ist ein Zaun. Das ist natürlich doof. Ich fahr mal kurz über das Auto rüber. Oh, wir nehmen mal kurz den Zebrastreifen, der geht doch bestimmt auch für Busse, habe ich gehört. Nein, das mit dem Kiosk tut mir jetzt natürlich leid. Und dann hier einmal neben den Kollegen. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Ja, ab sofort fahre ich nur noch mit dem Fernbus. Finde ich gut. Ich brauche Kunden hier beim Markelle Reisen. So, steigen Sie aus, meine Damen und Herren. Ah, Chill ist aber stärker als mein Spiegel, glaube ich. So, meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Mitfahrt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Aufenthalt hier in Tschechien, in Prag. Wir sehen uns dann hoffentlich auf der nächsten Fahrt wieder. Ne? Vielleicht haben wir dann sogar WLAN und WC an Bord, wer weiß. Und dann würde ich jetzt sagen, ausloggen. Wir haben keine Überpünktlichkeit. Das ist nicht ganz korrekt, meiner Meinung nach. Vielleicht, weil wir 2 Stunden zu früh sind. Das ist viel zu früh. So, I don't know. Pause haben wir auch nicht gemacht, brauchen wir auch nicht. WC haben wir 11%. Ich mache den Bus ja nicht sauber. Ich lasse es einfach antrocknen, dann geht das schon. So, wie sieht's aus? Lenkzeit haben wir eingehalten. Betriebszeit haben wir eingehalten. 30 Sachschäden gerade mal. 5 Unfälle und eine Radarkontrolle. Die Radarkontrolle war nur zum Foto machen, das ist ja nichts Schlimmes hier. Und dann sind wir volle 77,3% auf der Straße gefahren. Haben einen Bordstein nur mitgenommen. Okay, ich hatte ein paar mehr in Erinnerung, aber ich verlasse mich da auf die Wertung. Geschwindigkeitslimit haben wir zu 49% eingehalten. Und den Sicherheitsabstand haben wir nur 41 Mal nicht eingehalten. Das ist doch exzellentes Ergebnis. 4 EP habe ich dafür bekommen, geil. So, Pipeheads, das soll es mit dieser Folge von Famous Monade gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und dann habt ihr allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.